Assalamu alaikum, kleine Muslime. Ich bin Nora und ich erzähle euch heute die Geschichte einer ganz besonderen Frau und ihres ganz besonderen Babys. Es gibt eine Frau, die Allah subhanahu wa ta'ala mit ihrem Namen im Koran erwähnt. Eine Frau, die Allah aus allen Frauen auserwählt hat. Eine Frau, über die unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sie zu den besten Frauen im Paradies gehört. Und es gab ein Baby, das sprechen konnte, gleich nachdem es geboren war. Wisst ihr, welche Frau und welches Baby ich meine? Ich meine natürlich Maryam bint Imran, die Mutter des Propheten Isa und ihren Sohn Isa alaihi wasallam. Heute erzähle ich euch die Geschichte der Geburt des Propheten Isa und seiner Mutter Maryam, insha'Allah. Die Eltern von Maryam hießen Hanna und Imran. Lange Zeit wünschten sie sich ein Kind. Als Hanna eines Tages bemerkte, dass sie schwanger war, sprach sie zu Allah: Mein Herr, ich widme das Kind, das ich im Bauch trage, dir. Es soll dir dienen. Hanna glaubte, dass sie einen Sohn bekommen würde. Doch als sie ihr Kind zur Welt brachte, war sie überrascht. Es war ein Mädchen. Hanna liebte ihre Tochter sehr und nannte sie Maryam. Hanna war eine rechtschaffene Dienerin Allahs und hielt ihr Versprechen ein. Sie ging zum Propheten Zakaria alaihi salam und übergab Maryam in seine Pflege. Denn der Prophet Zakaria war zuständig für den Tempel in Jerusalem, in dem die Bani Israel Allah anbeteten. Prophet Zakaria war außerdem ein Schreiner und so baute er am Tempel ein Zimmer, eigens für Maryam, damit sie darin wohnen und darin Allah anbeten konnte. Zakaria liebte Maryam, als wäre sie seine eigene Tochter und kümmerte sich sehr gut um sie. Jeden Tag schaute er nach Maryam und ging sie in ihrem Zimmer besuchen. Wann immer Zakaria alaihi salam Maryam besuchte, fand er frische, leckere Früchte in ihrem Zimmer. Zakaria war sehr erstaunt und fragte Maryam alaihi salam: Maryam, woher hast du dies? Maryam antwortete: Das ist von Allah. Allah versorgt mich und er versorgt, wen er will. Subhanallah, diese Früchte von Allah müssen wirklich sehr, sehr lecker gewesen sein. Und was ist eure Lieblingsfrucht, kleine Muslime? Maryam wuchs im Tempel unter der Obhut des Propheten Zakaria alaihi salam heran. Sie lebte ein zufriedenes Leben und verbrachte ihre Zeit damit, an Allah zu denken und Allah anzubeten. Doch eines Tages geschah etwas sehr, sehr Besonderes. Maryam war wie jeden Tag in ihrem Zimmer, das Zakaria alaihi salam für sie geschreinert hatte. Da erschien im Zimmer plötzlich ein fremder Mann. Subhanallah, dieser Mann hatte ein sehr schönes Gesicht. Er schien ein besonderer Mann zu sein. Natürlich hatte Maryam Angst, als der fremde Mann plötzlich in ihrem Zimmer stand. Maryam sprach: Ich suche Zuflucht bei Allah vor dir, wenn du Allah fürchtest. Da wandelte sich der Mann in seine ursprüngliche Form und vor Maryam, in ihrem kleinen Zimmer am Tempel, stand nun der Engel Jibril alaihi salam. Allahu Akbar! Jibril sprach zu Maryam: Ich bin ein Gesandter von Allah und ich überbringe dir die Nachricht eines reinen Jungen. Maryam alaihi salam war erschrocken und fragte: Wie kann ich einen Sohn bekommen, wo ich doch gar nicht verheiratet bin? Ich habe doch gar keinen Mann. Jibril alaihi salam sagte: So wird es sein. Für Allah ist dies ein leichtes. Allah wird deinen Sohn zu einem Zeichen für die Menschen und einer Barmherzigkeit machen. So hatte Allah es beschlossen und so geschah es. Allah subhanahu wa ta'ala ließ in Maryams Bauch ein Baby heranwachsen. Maryam alaihi salam
verbrachte die Schwangerschaft in ihrem Zimmer und betete Allah an. Als Mariams Bauch sehr groß geworden war, verließ sie den Tempel und ging an einen fernen Ort in Jerusalem, denn sie wusste, dass nun die Geburt ihres Sohnes bevorstand. Wisst ihr, kleine Muslime, die Geburt eines Kindes ist wirklich ein ganz wunderbares Ereignis. Für die schwangere Frau ist sie aber auch mit Schmerzen verbunden. Denn das Baby war so lange im Bauch der Mutter und jetzt kommt es heraus. Das ist ja wirklich eine große Veränderung. Auch Mariam hatte Schmerzen und hielt sich deshalb an einer Palme fest. Plötzlich hörte sie eine Stimme. Sei nicht traurig, Allah gibt dir Wasser zu deinen Füßen und wenn du die Palme schüttelst, dann fallen Datteln auf dich herab. Iss und trink. Mariam alayhas salam tat wie ihr geheißen. Sie trank von dem erfrischenden Wasser und aß von den Datteln. Es ging ihr schon viel besser, Alhamdulillah. Als Mariam ihr wunderschönes Baby in Händen hielt, war sie überglücklich. Es ist wirklich, wirklich ein wunderbarer Moment. Auch deine Mama war überglücklich, als sie dich nach deiner Geburt in Händen hielt. Genau wie Mariam, als sie ihren Sohn, den Propheten Isa alaihi salam, endlich in den Arm nehmen konnte. Alhamdulillah. Isa alaihi salam war der Sohn von Mariam. Er ist aber nicht der Sohn Allahs. Es gibt Menschen, die behaupten, dass Isa der Sohn Allahs ist. A'udhu billah. Das ist falsch. Allah ist doch kein Mensch, dass er einen Sohn hat. Allah ist der Schöpfer der Menschen. Allah sagt in Surat al-Ikhlas, dass er nicht geboren wurde und auch keine Kinder hat. Isa alayhi salam ist der Sohn Mariams und er hat keinen Vater. Und für Allah, den Schöpfer der Himmel und der Erde, ist es wirklich eine Leichtigkeit, einen Menschen ohne Vater zu erschaffen. Nun trug Allah subhanahu wa ta'ala Mariam auf, zurück in die Stadt zu gehen. Jedoch sollte sie nicht mit den Leuten sprechen. Aber was würden die Leute wohl sagen? Würden sie verstehen, dass Isa alayhi salam ihr Sohn war, aber keinen Vater hatte? Mariam vertraute auf Allah und wusste, dass er seine rechtschaffenen Diener nicht im Stich lässt. Sie nahm ihren Sohn Isa und ging unter die Menschen. Die Leute waren sehr erstaunt und fingen sofort an, Mariam zu beschuldigen. Woher hast du dieses Kind? Du bist doch gar nicht verheiratet. Doch Mariam sprach kein Wort. Sie deutete auf das Baby in ihren Armen. Die Leute sagten, hä? Sollen wir etwa mit einem Baby reden? Doch Mariam schwieg. Wisst ihr, wer den Menschen stattdessen antwortete? Isa alayhi salam, das kleine, neugeborene Baby. Der Prophet Isa antwortete den Menschen und sprach, wahrlich, ich bin der Diener Allahs. Er gab mir die Schrift und machte mich zum Propheten. Subhanallah. Isa alayhi salam war wirklich ein Wunder von Allah. Er konnte bereits nach seiner Geburt sprechen. Für Allah ist das alles eine Kleinigkeit. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. So empfing sie ihn und zog sich mit ihm zu einem fernen Ort zurück. Die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie sagte, O wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Da rief er ihr von unten her zu, Sei nicht traurig, dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen und schüttle zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. So iss und trink und sei frohen Mutes. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag, ich habe dem Allerbarmer Fasten gelobt, so werde ich heute mit keinem Menschenwesen sprechen. Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk, ihn mit sich tragend. Sie sagten, O Mariam, du hast da ja etwas Unerhörtes begangen. O Schwester Haruns, dein Vater war doch kein sündiger Mann, noch war deine Mutter eine schlechte Frau. Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten, wie können wir mit jemandem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? Er sagte, ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe, und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Segen und Frieden gebühren unserem Propheten Isa und seiner Mutter Mariam. Kleine Muslime, gebt eurer Mama heute einen dicken Kuss. Sie hat euch 9 Monate in ihrem Bauch getragen, so wie Mariam Isa alaihis salam trug. Und Mama kümmert sich so liebevoll um euch. Gebt auch Papa einen Kuss, denn er trägt die Verantwortung für die ganze Familie und kümmert sich auch um euch. Seid gut zu euren Eltern, sagt ihnen oft, dass ihr sie liebt, gehorcht ihnen und macht Dua für sie, so wie Isa alaihis salam es uns beigebracht hat. Kleine Muslime, wenn euch diese Geschichte gefallen hat, dann bittet Mama oder Papa, diesen Kanal zu abonnieren. Denn auf Nun Media gibt es noch weitere Prophetengeschichten und andere tolle Videos. Mama und Papa können uns auch mal auf Instagram besuchen. Dort gibt es viele tolle Sachen zur islamischen Kindererziehung. Außerdem gibt es vom Nun Verlag islamische Kinderbücher und viele weitere Produkte. Ihr findet sie auf nunverlag.de. Kleine Muslime, ich verabschiede mich jetzt von euch und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Prophetengeschichte wiedersehen, inshallah. Und vergesst nicht, kleine Muslime, Allah liebt euch. Fi amanillah.